Es ist wohl eine der größten Photovoltaikflächen in der Region Neckaralb. Die Firma Schöller SI hat bei Münsingen den Solarpark Buttenhausen errichtet. 28.000 Solarmodule produzieren hier einen Ertrag von knapp 20.000 Megawattstunden im Jahr. Damit können mehr als 11.000 Menschen mit Strom versorgt werden. Zum Vergleich, die Stadt Münsingen hat 14.000 Einwohner. Nachdem im März die Baugenehmigung vorlag und im April Spatenstich war, konnte am Donnerstag die Inbetriebnahme gefeiert werden. Zwischen Apfelstätten und Buttenhausen stehen sie, etwas versteckt zwischen Feld, Wald und Wiesen und von der Straße nicht einsehbar. Die Photovoltaikmodule des Solarparks Buttenhausen. Zusammen nehmen sie eine Fläche von 17 Hektar ein. Jetzt ist der Solarpark in Betrieb. Gefeiert wurde das aber nicht zwischen den Modulen, sondern im Festzelt nebenan. Gekommen waren Vertreter von Schöller SI, Fair Energie und der Stadt Münsingen, aber auch Bürger aus den umliegenden Dörfern. Für Bürgermeister Mike Münzing ist der Solarpark ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die Region in Sachen Energie zum Selbstversorger zu machen. Und ich spreche von der Region, denn die Stadt Münsingen ist durch die schon bisher vorhandenen Energieanlagen, regenerative Energieanlagen, energieautark. Wir sprechen jetzt von der Region. Wir haben aktuell Projekte in der Planung und Umsetzung für rund 280.000 Haushalte. Damit wäre der Landkreis Reutlingen bereits versorgt. Und dorthin fließt auch der hier produzierte Strom. Dafür sorgt die Fair Energie, an diesem Vormittag vertreten durch Dominik Völker. Genau, die Fair Energie nimmt den kompletten Strom des Projekts ab und vermarktet den in der Region, sucht entsprechend die Kunden und stellt sicher, dass der Strom dann auch in den Haushalten in der Region ankommt, hier aus Buttenhausen. Gebaut hat den Solarpark die Firma Schöller SI und sie ist auch Miteigentümerin. Doch die Bürger der umliegenden Orte sind aufgerufen, sich an der dazugehörigen Genossenschaft zu beteiligen und mit in den Solarpark zu investieren. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass die Bürger vor Ort aus Buttenhausen und dann noch 10 Kilometer im Radius privilegiert sind und erst investieren dürfen. Sie haben den Vorrang, die Investition zu tätigen, sodass es auch ein Bürger-PV-Anlage sein darf. Erst wenn klar ist, wie viele sich aus der näheren Umgebung am Solarpark beteiligen und was sie investieren, sollen in einem zweiten Schritt dann auch Bürger aus dem gesamten Landkreis Reutlingen zum Zug kommen.